Heute schauen wir uns mal das Sägewerk von Bad Segeberg an. Also ganz wildes Dingen. Besuch im Sägewerk. Und da, habe ich gehört, gibt es ganz fantastische Holzarten. Im Sägewerk, Alter. Sensationell. Also, hier gibt es Holz. Ist das der Hammer. Hier liegt auch ordentlich Holz vor der Hütte. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Also, Besuch im Sägewerk. Und im Sägewerk, ja, da kriegen wir Holz. Was machen wir denn mit dem ganzen Holz? Was machen wir denn hier mit dem Sägewerk? Alter. Zack. Da ist es. Wir können hier Holz kaufen. Wir können hier Holz kaufen. Was denkst du dir? Holz? Was sollen wir mit dem Holz, Alten? Soll ich mir meine Angelrute selber schnitzen oder was oder wie oder was? Nö. Birkenholz zum Beispiel. Allerfeinstes Birkenholz. Ich würde sagen, wir kaufen mal von allem. Wir kaufen mal, komm, wir sind mal schön am Gönnen. Wir kaufen mal von allem 50 Holz. Kirschbaumholz. Kirschbaumholz ist mit mein Lieblingsholz. Also ich so als Naturbursche, ne? Lieblingsholz. Warum? Oh, ich hab's sogar noch. Weil eigentlich ist es rot. Eigentlich ist es so rötlich. Sieht ganz cool aus. Sehr, oh mein Gott, 400 Silber. Okay. Was kostet das? Das erste hat jetzt gekostet 71. Das nächste kostet schon 400. Next, nochmal 400. Kratsching. Ja klar, ich habe ja heute schon schön wieder Geld verdient. Also raus mit den Kohlen. Nächstes Holz. Ah. Und das ist ja wohl schickimicki, ne? Das ist ja wohl schickimicki. Das erinnert mich ja schon hier. Das kaufen wir erstmal direkt. Kratsching. So. Und jetzt haben wir hier Holz ohne Ende, ne? Und wenn mich nicht alles täuscht, ne, müsste ich gleich auch noch meine Happy Hour haben. Also, gucken wir doch mal, was wir hier mit dem Holz machen können. Wir fangen mal an mit sowas hier. Und zack, da ist es drin. Jetzt nehmen wir ja auch noch schön unser Schnitzmesser, Alten. Und, jawohl, die Happy Hour geht los. Kratsching. Nee, nee, wie sieht der denn aus? Der sieht aber ranzig aus. Den müssen wir gleich nochmal machen. Aber jetzt Endspurt auf die letzten 10% vom Kunstköder herstellen. Und na klar ist das teuer und ich bin echt gespannt, was das denn jetzt gleich kostet. Ich fange jetzt einfach mal an und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja, und wo ich das gerade so mit diesem wunderschönen Holz sehe, da denke ich doch sofort an Holzkern. Und die wahnsinnig schicken Uhren und Accessoires von Holzkern. Das ist doch mal richtig sexy. Und hier haben wir doch tatsächlich auch noch so ein Holz, wie gerade hier frisch aus dem Sägewerk. Ist das nicht der Hammer? Schön mit diesem Zebrano-Holz, einfach so ein bisschen verschiedenfarbig. Richtig, richtig abgefahren. Das macht einfach Holzkern aus. Es sieht einfach, ja, natürlich aus. Es sieht einfach schick aus. Es hat immer ein bisschen einen anderen Touch, einen anderen Style, dadurch, dass es eben Holz ist. Lebendiges Material. Super, super nice. Aber nicht nur Uhren gibt es von Holzkern, sondern auch Armbänder. Und passend zum Sommer natürlich auch Sonnenbrillen. Und das alles mit diesem wunderbaren Holz vom Sägewerk hier, vom Windenbach. Ist das der Hammer? Und die Brille, die packe ich mir jetzt mal eben in den Warenkorb. Zack, zur Kasse. Mal schnell die Adresse eintippen. Und auf der nächsten Seite geben wir hier noch den Code Feierabend ein. Da ist er auch schon. Zack. Einfach Feierabend anwenden. Und dann haben wir hier fast 15 Euro gespart. Also 15% Rabatt auf die Produkte der Firma Holzkern. Einfach Feierabend eintippen, ohne irgendeine Zahl dahinter und dann wirkt das Ganze. Und dann kann man auch mal schön der Mutti was schenken oder der Freundin was schenken oder sich selbst einfach mal was gönnen. Und das ist das letzte Stückchen Birkenholz und Mann, oh Mann,
sieht das Ding oll aus. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wenn ihr meint, Alden, damit sollst du mal eine Trophy fangen. Oder wenigstens einen Fisch. Alter Falter, ich werde die Dinger mal benutzen, ne? Das sieht ja aus. Das sieht ja aus. Und das hat eine Qualität. Warum sogar nur 5? Warum hat denn das so eine schlechte Qualität? Habe ich noch keine Skillpunkte verteilt oder was? Oha, da muss ich aber erstmal nachlegen, ey. Das sieht ja ranzig aus. Mann. Aber ich habe jetzt das komplette Birkenholz, also 50 Mal Birkenholz durchgejubelt. Und jetzt gucken wir gerade mal eben rein hier in der Kunstköder. Hier, Kunstköderherstellung 1. Das wäre nicht viel, ne? 91,5. Das ist nun wirklich nicht viel. Und ich kann hier tatsächlich klassische unlackierte Wobbler, ich kann hier in die Fähigkeit einfacher Wobblerherstellung oder eben hier die Wobbler und die Minnows ermöglicht die Fertigkeit, Minnow-Wobbler aus Balsaholz zu erstellen. Und zum Glück zählt es für alles, also für alle Arten. Vielleicht auch hier unten für die Walker, hoffen wir es mal. Also hier ballere ich jetzt auf jeden Fall mal die Punkte rein, denn ich will ja hier Qualität. Ne? Wenn ich jetzt hier schon so teures Holz kaufe und so teure Materialien verwende und später auch noch die lackierten Wobbler herstelle und gerade eben auch die Minnows, die man ja ständig braucht, diese Balsa-Minnows, Balsa 75, den man immer sieht in den Rekorden, dann soll der Qualität haben. Also, Skillpunkte rein. Zum Glück hatte ich noch welche übrig. Das ist auch der Grund, warum ich sage, Kunstköderherstellung macht wahrscheinlich erst Sinn, wenn man hier richtig gut im Level hoch ist und richtig viele Skillpunkte hat und vielleicht sogar noch welche über hat. Denn ohne investierte Punkte ist das natürlich noch mal teurer. Es können immer mal wieder hochwertige entstehen, aber das ist schon teuer. Oha! Oha, oha, hier sind sie alle. Das sind sie. Wooden Minnow 100. 1,50 Meter Tauchtiefe. Und das ist der Wooden Minnow 100 in gut. Kann das sein? Wir haben hier eine Qualität 5 von 10. Und hier ist die Qualität 5 von 10, aber nicht ranzig. Okay, gibt es den denn auch hier? In 8 von 10 wenigstens. 8 von 10, 9 von 10. Okay, den gibt es auch tatsächlich in gut. Aber ich werde trotzdem mal probieren, ob hier dieses Stückchen Holz, ob das nicht irgendwie was triggert. Da werde ich auf jeden Fall mal Haken dran machen und damit mal rumprobieren und das mal testen. Ja, als nächstes kann ich hier jetzt in das Balsa-Holz reingehen. Und dann werde ich auch hier gleich richtig schön viele von exakt diesen hier, Balsa Minnow herstellen. Auch dafür brauche ich natürlich das Schleifpapier. Davon habe ich noch 1000 Stück. Da habe ich mal ordentlich gekauft. Farbset, ja, das geht immer schnell weg. Kostet auch immer ordentlich. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Draht. Also eine Handvoll kann ich noch machen von diesem Balsa Minnow. Ich werde natürlich diesen hier hauptsächlich herstellen. Jetzt, wo auch die Skillpunkte drin sind. Das ist, glaube ich, somit der populärste. Also davon werde ich ganz viele jetzt herstellen. Und als nächstes brauche ich dann, da komme ich allerdings erst hin, ab 95% müsste das sein, die Popper. Die Popper benötigen dann das Maserholz, woraus diese wunderschönen Uhren hergefertigt sind. Hm? Schön die schicken Holzkernuhren. Maserholz. Und als nächstes oder als letztes fürs Jerkbait, habe ich heute übrigens noch an einer alten Festung verwendet. Jerkbait, hier die großen. In Rot, knallrot, Jerkbait. Das Teil an der alten Festung hat ganz gut funktioniert, auch für Hecht. Die brauchen dann die letzte Art von Holz. Und zwar genau, Maserholz. Das ist das hier, wie gesagt, für die Popper und für die Walker. Richtig nice. Ja, sehr schick. Und das Kirschholz zum Schluss, und das ist gar nicht mal dann so teuer, das ist dann, wie gesagt, für die Jerkbait-Köder, die ganz riesig großen. Aber ich werde jetzt als erstes hier das Balsa durchjubeln.
Und weil ich vermute, dass ich einfach noch mehr brauche, werde ich einfach nochmal 500 investieren. Werde mich jetzt hier ranhocken und werde jetzt hier Stück für Stück das Balsa durchjubeln. Aus dem Sägewerk, live aus Bad Segeberg. Und hier, ja, wo sind wir denn hier eigentlich? Am Windenbach sind wir hier. Die Frage kommt regelmäßig. Wo bekomme ich Holz? Hier am Windenbach. Werkzeugladen am Windenbach. Guck mal hier. Lebensmittelgeschäft gegenüber der Bauernhof. Da gibt es übrigens die Eiers und die Kartoffeln und sowas alles. Und dann sind wir hier am Platz am Windenbach. Also das sollte doch wirklich jeder kennen. Also geradeaus durch und da ganz hinten, da gibt's das Holz und da gibt's den guten Stoff. Und da holt man sich dann alles, wenn man Kunstköderbeschaffung hochpushen will. Und wenn du nicht weißt, was wichtig ist für die Kunstköderbeschaffung, dann auch einfach mal im Discord reingucken. Link zum Discord unterm Video und da gibt's einen extra Bereich Kunstköderbeschaffung. Oder wenn du sagst, Alden, ich müsste mal was hergestellt bekommen. Oder du möchtest mal jemanden fragen, der gerade im Chat ist und sagt, ja, ich kann das herstellen. Ich schicke dir gerne die Materialien. Hier im Discord ist eine ganze Liste, was du benötigst. Denn wenn du einfach nur so auf Kunstköder gehst und es noch nicht frei hast, siehst du es ja nicht. Du siehst es ja erst, wenn du es frei hast, was du benötigst. Und diese Liste, auch die ist komplett im Discord verlinkt. Da dann einfach reingucken, was du benötigst, der Person hinschicken und sagen, Alden, kannst du mal bitte, oder vorher natürlich fragen, ne? Hinschicken, das wird gebaut, das hat im Idealfall dann eine Qualität von 9 oder von 10, also 9 von 10 oder 10 von 10 in der Herstellung und dann hast du einen richtig schön nicen Köder. Ich glaube, der hier war ja auch zuletzt ganz nice für die Regenbogenforelle zum Beispiel am Koori. Genau, und dann haben wir eigentlich auch schon alles. So geht das mit dem Holz. Da hinten, da bekommt man das Holz. Und bei Holzkern, wie gesagt, bekommen wir 15% auf die ganzen Produkte der Firma Holzkern. Von daher zuschlagen. Und wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Ich gehe jetzt weiter sägen. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Petriölmilz zieht raus, die Brocken. Und immer schön Schutzbrille tragen und nicht die Finger in die Kreissäge stecken.